Willkommen, liebe Freunde, zur neuen Coronavirus-Update heute am 20.08.2020. Wir haben neue Zahlen erhalten vom LAGU, Landesamt für Gesundheit und Soziales. Und zwar steigt die Gesamtzahl in MV auf 984 seit Beginn der Corona-Krise. Das heißt, gegenüber zu gestern haben wir heute wiedermals 3 Neuinfektionen zu erhalten. Und das RKI schätzt, gegenüber zu gestern sollen schätzungsweise 9 Personen wieder gesundet sein. Deswegen schätzt das RKI, dass ca. 66 Personen, das ist eine Schätzung von RKI, schätzt RKI, dass 66 Personen an Covid-19 erkrankt sind. Es gibt keine offiziellen Zahlen, es muss sich keiner gesund melden. Deswegen geht das RKI nur nach Statistik. Die Krankheit dauert 10 bis 14 Tage. Ja, da müssten jetzt so und so viele wieder gesund sein. Ja, also deswegen essen nur Schätzungen. Keiner weiß es genau, da es keine Meldepflicht dazu gibt. Schauen wir, wo die einzelnen Fälle aufgetreten sind. Ein Fall ist aufgetreten in Vorpommern Rügen. Damit steigt da die Gesamtzahl seit Beginn der Corona-Krise auf 104. Der zweite Fall ist aufgetreten im Landkreis Rostock. Damit steigt da die Zahl auf 85 seit Beginn der Corona-Krise. Und wieder mal ein Fall in Rostock, nicht im Landkreis, sondern in Rostock. In Rostock steigt die Gesamtzahl auf 138. Alle 3 genannten Bezirke jeweils eine neue Infektion. Die Zahlen sind geringer, ne, wenn wir davon ausgehen. Vor einer Woche, da hingen wir noch mit deutlich höheren Zahlen umher. Also die Zahlen sind geringer. Und dennoch bleiben wir immer bei 3. Und man muss jetzt sagen, mehr oder weniger, klingt jetzt, ich will jetzt keine Panik machen, kann man sagen, im Bereich Rostock, Rostock und Landkreis Rostock, hier scheint wohl gerade das Coronavirus einen kleinen Freidreher zu machen, weil hier erhalten wir seit den letzten 2-3 Tagen regelmäßig Zahlen. Geringe Zahlen, aber natürlich kann man auch nur die Zahlen melden von den Leuten, die zum Arzt gehen und sich auch krank melden. Deswegen ein eindringlicher Hinweis von RKI, nochmal ganz kurz hinterhergeworfen: Wenn ihr Husten und Schnupfen habt, kann das schon mal laut RKI so ein kleines Indiz sein, dass man vielleicht Corona bekommen hat. Ja, also wenn man quasi leichte Erkältungssymptome aufweist, kann das, muss nicht, kann das schon ein Zeichen für Corona sein. Also wenn ihr quasi krank werdet, allgemein gesagt, wenn ihr krank werdet, geht zum Arzt, lasst es testen, das kostet nicht viel oder kostet gar nichts dementsprechend. Kostet nicht viel, war doof gesagt, kostet gar nichts zum Test. Lieber auf der sicheren Seite sein, anstatt ungewollt andere Personen anzustecken und vielleicht im Zweifelsfall für den Tod anderer Menschen verantwortlich zu sein. Folgt mir auf Instagram unter MarcoLorenz-YouTube. Ansonsten abonnieren, teilen. Schön mit Ö. Euer Marco Lorenz und ihr wisst Bescheid. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich Marco Lorenz heiße. Gewinnspiel 1500 Abonnenten. Die knacken wir. Mit dir. Einfach mal auf Abonnieren klicken und schon läuft das Gewinnspiel. Also, tschüss, euer Marco Lorenz.